das erfüllen, die einen täglichen Gebrauch über langen Zeitraum hinweg, über viele Jahre hinweg ermöglicht, während Heilwasser für einen kurzfristigen Zeitraum auch erhöhte Konzentrationen von gewissen Stoffen enthalten darf. Heilwasser benötigt in Deutschland eine staatliche Zulassung, gilt als Arzneimittel. Überraschend, es gibt keine Begrenzung für den Arsengehalt. Arsen im Boden findet man in ganz Deutschland. Der Grenzwert von 10 Milligramm pro Liter für Trinkwasser wird in diesen Städten beim Heilwasser klar überschritten. Baden-Baden, Aachen, Wiesbaden. Bad Dürkheim hat den zweithöchsten Arsengehalt weltweit. Die Quelle wurde erst 2013 stillgelegt. Geowissenschaftler Andreas Kapp. Thank you.